Ja, heute mal wieder eine ganz spannende Sendung. Wir haben hier eine Horex gekriegt mit einem Ölproblem. Das Ölproblem muss gelöst werden. Wie wir das hinkriegen, werdet ihr sehen. Und warum wir jetzt hier sind, am Strand, das müsst ihr jetzt in dem Film sehen. Ganz spannende Sache. Ja, moin moin. Moin. Hier, Nils und ich wieder. Ja. Nils jetzt als Horex-Lehrling, für ihn ist es ja Neuland. Ja. Ne, ich war ja auch hier bei der Zundab-Lehrling. Aber hier, wir waren hier schon mal bei. Ja, das weiß ich. Da haben wir die Ölschläuche gewechselt. Ja, Bremse ein bisschen und gemacht. Bremse haben wir vorne was gemacht. Ich weiß nicht, was noch, da waren so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, ja. Mhm. Ja, und jetzt ist sie wieder hier und der Kunde... Ich mache ja eigentlich ganz wenig, also überhaupt noch für andere Leute reparieren, weil wir ja selber so viele Projekte haben. Aber bei solchen Sachen, das mache ich ja schon ganz viele Jahre, betreue ich diese Maschine. Und wenn der denn hierher kommt, dann sage ich immer, ja, dann mache ich das. Ja, also du kannst nicht Nein sagen. Nein, ich kann nicht Nein sagen. Du findest sie auch gut, ne? Ja, die Maschine ist schön. Ja. Da kenne ich mich auch ein bisschen mit aus. Er hat ein Problem und das finde ich ein ganz blödes Problem. Der pumpt das Öl nicht in den Motor zurück. Okay. Hier ist ein Öltank. Ja. Und der Öltank ist Oberkante, Oberlippe voll. Bis hier oben hin. Ja, ich sehe das schon. Ja. Bis hierhin voll, du. Ja. Und wenn man die dann anmacht, dann ist doch hier so ein kleiner Schnorchel da oben, der. Und da kommt nur Luft raus. Also der pumpt das Öl nicht in den Motor zurück. Nö. Benzin? Ja. Aber ich habe... Das war das. Riecht doch voll nach Benzin. Ist dir das auch aufgefallen? Das kann eigentlich nicht sein. Du. Aber du riechst es auch. Ja, es riecht ein bisschen nach Benzin hier. Riech mal hier am Deckel. Nee, das ist. Das ist hier Benzin riechendes Öl. Ja, okay. Geworden. Also, so schlimm ist das nicht. Aber ich hab. Das hat ja, aber das war, der Gedanke war schon gar nicht schlecht. Das hätte ja sein können, dass sich das Öl vermehrt hat und das. Dass der Öltank deswegen so voll ist, weil Benzin in den Brennraum reingekommen ist und in den Motor reingelaufen ist, dass das mehr geworden ist an Öl. Weißt du eigentlich, wie man das nennt? Was denn? Wenn man Sachen anhand der Optik des Geruches erkennt? Nee. Organoleptische Parameter. Wo hast du das denn jetzt wieder hier? Ach, ich hab ja mal. Du bist ja belesen. Ich wusste, dass so ein Scheiß jetzt kommt. Sag das Wort nochmal. Organoleptische Parameter. Organoleptische Parameter. Leptische Parameter. Ja, wenn man zum Beispiel Sachen am Geruch erkennt ja. Oder optisch erkennt. Ne? Wir haben das. Ich habe ja auch eine kleine Ausbildung als Laborant. Ja. Und da kommt das nämlich vor. Ah, okay. Organoleptische. Organoleptische Parameter. Gut. Aber es ist ja oftmals so, beim Schrauben hilft einem das ja auch. Ja. Ne? Zum Beispiel, wie oft hatten wir das schon, dass wir anhand des Öles schon gesagt haben, Mensch, weißt du das noch bei der Honda, wo dann der Sprit drin war, wo wir gesagt haben, ah, hier ist schon der Fehler. Aber da war das ja ganz offensichtlich, gut, das war ja wirklich voll bis oben hin mit Sprit. Ne? Aber auch so ein Motor, wie der sich anhört oder wie der qualmt oder nicht qualmt, kann man ganz schön viel schon dran ablesen. Das stimmt, ja. Also ich würde sie jetzt gerne noch einmal anschmeißen, weil der sagte, der pumpt das Öl nicht zurück. Ja. Und hier ist ja so ein kleiner... Überlauf? Da soll er das ja eigentlich mehr rauspumpen. Und hier kommt immer nur, sagt er, so Luftblasen raus. Und das heißt ja, dass er das Öl aus dem Tank nicht ansaugt und in den Motor pumpt. Okay. Also das ist jetzt... Und sonst wäre der Öltank auch nicht so voll hier. Ich frage jetzt mal ganz blöd, wie voll soll der denn eigentlich stehen? Nein, der ist... Das darfst du gar nicht sehen, das Öl. Bis hier unten so, dann ist es schon voll. Also ich würde sie jetzt mal anschmeißen. Ich mache erst mal den Deckel rauf. So, Benzinhahn auf. Ja, machen wir Benzinhahn auf. Gut. Und wo tippt man an dem Vergaser? An den Tipper. Da. Sehr gut. Tipp hin. Komm, Sprit. Ejo. Ja. So, jetzt kannst du. Wollen wir die mal weiter runter machen? Zündung. Oh, ich sehe gerade. Ist mir beim letzten Mal bestimmt auch schon aufgefallen, aber das ist ein Zündabschlüssel. Ja, den haben wir mal umgebaut. Das ist ein Zündabzündschlüssel. So, wenn er drin ist, ist dann Zündung an. So. Ja? Ja. Gut. Dann müsste es ja jetzt gehen. Also jetzt müsste sie auch nicht zucken, die alte kleine Zicke hier. Die haut ja immer so gerne zurück, doch. Ach, oh, alter Schäde. Hatten wir das nicht schon mal gehabt? Hast du ein Déjà-vu? Jetzt voll, ja, das war damals schon, wo ich die hier hatte. Und wir kriegen die Zündung nicht
anders eingestellt. Du, weißt du was? Jetzt fällt mir auch wieder was ein. Da war ja auch eine andere Zündung drin. Ja. Die haben die Zündung umgebaut. Eine elektronische Zündung ist da drin. Ja, richtig. Mhm. Oh, die ist ganz schrecklich. Machen wir ja gar nicht runterdrehen. Da kannst du dir die Füße brechen, Boy. Außerdem ist das so blöde hier. Kann mir gar nicht richtig stehen, du. Geh du mal auf die Seite, Nils, und dann zieh sie mal zu dir so ein bisschen rüber, dass sie nicht so kippt. Krieg ich hin. Und dann kannst du auch Gas geben, doch gleich. Mach ich. Mann, du. Das ist ja widerlich, du. Das geht voll hier in den Rücken rein, du. Mach du mal. Nee, ne? Alter Schwede, nein. Du bist hier fast durch die Decke geflogen und ich soll jetzt das Ding runterkicken, oder was? Aber die ist zündwillig, du. Die ist zündwillig? Ja. Oh, ich mach das gar nicht mehr angucken. Du. Oh, du brichst dir die Füße bei, echt, du. Du hast ja Angst davor, du. Ja. Also da kommt nur so Luftblasen. Hast du gesehen? Ja, ja, da kam nur Luft raus. Das heißt, er pumpt das nicht zurück. Ich würde mal vorschlagen. Also Moment mal, da kommt nur Luft raus aus diesem Röhrchen jetzt. Ja, so Bläschen. So, ja, das ist aber so das dünnes, also Öl ein bisschen. Aber das ist ja das Röhrchen, was es eigentlich reinpumpen soll. Ja, der soll ja immer einen dicken Strahl einfach zurückpumpen. Und die Pumpe auf der anderen Leitung hier, da vor dem Rücklauf, pumpt er das ja gleich wieder immer im Umlauf. Das ist wie eine Zirkulation. Ja, also ist das ja so, dass die Saugleitung, ist das ja denn, Saugleitung nichts wegzieht. Genau. Und die Druckleitung fördert. Ja. Anscheinend, weil der Bläschen gekommen. Ja, die saugt aber nur Luft an. Also das kann sein, dass die Pumpe im Arsch ist. Ah, okay. So ist eine gute Höhe. Sehr gut, Nils. So, Schraubendreher, Schlitz. So, die haben wir ja noch neu gemacht, diese Schläuche hier. Und wir können die einfach mal abschrauben und mal durchpusten. Ja, das wäre natürlich das Einfachste. Damit fangen wir einfach mal an. Wolltest du das Getriebe für die Zündung noch haben, das Öl? Nein, mach weg, ich hab. Dann pusten die einfach mal durch, die Schläuche. Nur mal beide ab. Uiuiuiui. Der war auch fest. Och, die passt ja gar nicht unter, oder? Oder? Doch. So, damit wir die Schläuche nicht vertauschen, lege ich die so hin, dass einer oben und einer unten ist, ne? Ja. Ja. So. Was ab? Ja. Und jetzt willst du mit Druckluft noch mal durchpusten, oder? Ja. Ich will das Öl mal ablassen aus dem Tank und dann kommt da neues Öl rein. Weil das auch irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, also wenn du mich fragst. Ja, wir machen neues Öl rein. Da ist so ein bisschen... Ach, Herr Schröder! Komm ran, Rolf! Wir haben Probleme, du kannst helfen. Oh, bitte, Horrex? Ja. Hast du nicht letztes erst noch gesagt, hier, Horrex geht immer kaputt oder sowas? Nee, hab ich nicht gesagt. Doch, klar, ich habe das Video auch gesehen. Ich habe nur motormäßig gesprochen. Motormäßig ist die NSU Max der Horrex überlegen. Ja, sieht man jetzt ja auch. Du kannst ruhig dichter rankommen, du hast keine Angst vor uns haben. Ich habe Angst vor euch. Weil ja. Ihr wollt mich immer überzeugen. Und das Na, geht ich. Nicht. Also, Rolf, ich bin sowieso raus. Ja. Also, ich bin neutral. Es ist eine schöne Maschine, aber das ist eben so. Ja, wir haben hier Malheur. Ich habe immer von der NSU Max geträumt. Wir fanden die Max immer scheiße. Ja, das weiß ich. Weil ich auch optisch die Kacke aussieht. Du weißt, wie die aussieht? Sieht ganz schlimm aus. Wie aus dem Fix und Foxy Heft, wie hier. Ja, Herr Feldmann, ich weiß das. Wie Fix und Foxy. Ich taufe oder ich fahre keine Maschine nach Aussehen. Nee, doch. Nein, sie muss laufen. Ich meine, diese sieht natürlich viel gelungener aus mit den Kurfügen vorne, ne? Ja, alles.
Wenn, diese, wenn du diese schönen Aluminiumteile siehst und die, die Muttern und die Bremshebel und so, ne? Ja. Das ist bei der Max alles so Pressblechkram. Aber die war ja ein paar teurer damals, ne? Ja? Die war teuer, die Horex. Also, Rolf, im Gegensatz zum Verhältnis, zur, also Horex zur ja, NSU Max. Ja. Was, was meinst du? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich will mich nicht festlegen, aber ich weiß nur, dass sie teurer war. Okay. Ne? Ist ja auch bessere Qualität, die Horex. Ja. So kann man ja, da steckt viel, viel mehr Gehirn drin in der Horex als wie in der NSU Max. Obwohl der Motor von NSU Max... Ich sprach nur vom Motor. Ah, okay. Herr Feldmann. Ja. Das, die ganze Federung... Ja, Herr Schröder, was wollen Sie denn? Was ist denn Ihr Anliegen heute? Ja, mein Anliegen ist, ich habe was... Ach, haben Sie Unterlagen? Ja. Nein. Das ist schon genau gezeichnet, wo wir nachschauen müssen. Und heute Nacht habe ich die Übersetzung gemacht. Konntest du nicht schlafen, wa? Nee. Heute Nacht habe ich... Nee. Wie hast du die denn gemacht, du? Ja, mit Herrn Google zusammen. Achso, okay. Der hat dir geholfen? Leg mal hier hin, dann können wir uns das mal angucken. Ich lese mal vor. Del tipo a Forcella a Siletiano con mole et Elysia Siletrisch agenti in compressione incorporate con gli... Oh, das hört sich schon ganz gut an. Naja, ja. Naja. Ja. Aber es ist, also wirklich, ne? Sulle due rute del tipo a grandan musia, en spiradio agenti sui sicuri diamentri. Das hört sich noch besser an. Ja. Arracci tangenti con ceci iatio. Carbonara, Spaghetti, Bolognese. Langnese. Langnese. Also hundertprozentig stimmt das nicht, was er vorgelesen hat. Das kann ich dir so sagen. Die Regulatore, el applicato su apposita bassetta saldata al telario. Aber Piantoni Antoni Toni. Also ohne Scheiße. Also Wahnsinn. Man nicht die Zunge. Wie viel I's immer in einem Wort drin sind. Ne? Ja. I und Z. Ja. Das ist ja auch wie wegen und Italien A auch. Das sind auch ganz viele I's drin. Ja, Pizza. Ist, ja, aber gut, wenn du die hörst, es gibt keine schönere Sprache wie Italienisch. Doch. Wie doch. Die Sachsen. Die Sachsen. Plattdeutsch. Plattdeutsch, Mann. Plattdeutsch. Ich meine jetzt, Sprache, wenn du jetzt in die Oper gehst und die Arien in Italienisch, also da geht jetzt sonst Vogelfänger was auf. Ja, bin so ich, schön. Ja. Mhm. Ne? Ihr habt keine Ahnung. Nehmt euch mal zusammen und dann geht mal dabei. Ja. Das Ding muss doch laufen. Du redest zu viel, Herr Schröder, mit uns. Wir müssen arbeiten. Ja, da kommt was. Ja? Jo. Oh, der war da in Proben drin. Das sieht auch so ein bisschen emulgiert aus, so. Ja? Ja, ist ein bisschen weißlich. Aber ich glaube, das jetzt, guck mal, jetzt ist das auch frei, du. Ja. Ah. Nee, guck mal, Nils, das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass es hier jetzt rauskommt. Das kommt ja aus dem Öltank, das Öl. Das ist ja jetzt die Rücklaufleitung. Das heißt ja auch, dass es frei ist. Ja, muss ja, sonst wird es ja nicht tropfen. Nee. Und die Schüssel, siehst du ja, wie voll die ist. Das ist gut. Jetzt muss ich eigentlich nur die Pumpe fördern. Und das macht sie ja wahrscheinlich, weil der jetzt frei ist hier. Ja. Wir bauen das mal zusammen. Okay. Ja. Hast du denn noch Öl da? Ja. Aber kannst mal sehen, kleiner Fehler, große Ursache. Ja, nun sei mal noch nicht so voreingenommen. Ich weiß es ja noch nicht. Und, aber du hast eine starke Tendenz. Ja, die, ja doch. Also das Öl habe ich jetzt abgelassen und jetzt mache ich hier die Ablassschraube wieder reindrehen. Jo, jo, jo. So, Schläuche sind wieder dran. Ja, mhm. Dann müssen wir jetzt ein bisschen Öl einfüllen. Ja, ein bisschen sauber machen kann auch nicht schaden. Öl kann immer weg. Das ist natürlich so ein Motorrad, wo man überall rankommt, ne? Mhm. Du fällt mir ein, wir waren letztes Mal auch bei dem Vergaser hierbei. Ja, haben wir auch was gemacht. Stimmt. Ja, ich weiß aber nicht mehr was. Du sag mal, war das auch so ein Registervergaser? Nein, das ist ganz normale alte Gasschieber-Bing-Vergaser. Das hatten wir aber auch schon mal. Der kann nicht viel. Das hatten wir auch schon mal. Das habe ich vorher noch nie gesehen, so ein Register. Und die Zündung haben wir geguckt, stimmt. Ja? Haben wir auch gemacht, weil er doch zurückhaut. Und dann, wir konnten die nicht. Der haut ja immer noch zurück. Wenn er zurückhaut, dann ist das ja Frühzündung. Viel zu früh. Ja. Sollen wir die mal ein bisschen später stellen? Aber ich habe das schon gemacht.
Man hat ja richtig Angst davor, das anzuschmeißen. So, da ist ein Ölkanister, ich hol den mal. Ja, was meinst du, Andi, sollen wir da nochmal auf der Zündung gucken? Ja, damit ich mir nicht die Füße breche. Ne? Ja, ich meine, das Problem hat er... Ja, du kannst mir ja mal den Schraubenzieher geben. Hier, ihn hier? Ja, ich mach mal den Deckel ab. Ist das denn ein Linksdreher oder ein Rechtsdreher? Das sehen wir gleich. Ich glaube, der dreht nach links, nach vorne. So, und dann müssen wir den ja... Nach rechts drehen. Wenn die später soll... Nach rechts. Nach rechts drehen. Genau. Immer entgegengesetzt, ne? Immer entgegengesetzt, ja. Richtig. Ja, der ist dreht nach, so rum, dreht er. Gut, dann musst du ihn nach so, rechts... Guck mal, und hier ist, sind die... Langlöcher? Ist die Grundklappe, siehst du, riesig ja. Groß. Die müssen wir lösen. Und dann machen wir die einfach mal einen Tick später. Ja, das ist ja eine Wabezündung, sag ja, mal. Ganz was Modernes. Ja. Hier wird aber passen, glaube ich. Das sieht aus nach zwei unterschiedlichen. Oh ja, den... Ah, es sieht doch so ein bisschen, ich glaube nicht, dass es so zu kaufen gibt, oder? Ich glaube, das haben die selber gemacht ein bisschen, oder? Nee, die gibt es für Horex so zu kaufen. Okay. Die, ja, so, jetzt habe ich das. Warte mal kurz, so ein bisschen vorsichtig. Ah, das war's schon. Das, ja, ja, das war's. Mehr würde ich nicht machen. War nicht viel, ne? Nee, natürlich nicht. Ja, man darf das ja auch nicht so grob viel machen, ne? Nee. Wir lassen mal den Deckel ab, ne? Ja, das kann schon was bringen. Ja. Ich fange jetzt an, was zu sagen und du bringst den Satz zu Ende. Okay. Mit dem Öl? Mit dem Öl nicht sparsam sein. Ist das ein Slogan gewesen oder sowas? Das hört sich so an, als wenn jetzt so die alten Ölhersteller so ein Werbeschild das haben. Das war ja mal so ein Reklame-Gag. Ja, genau, ja. Das meine ich ja. So eine, so mit dem Öl nicht ja. Sparsam sein. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Mhm. So, willst du die mal anschmeißen? Ja. Oh, der leckt, du hast getippert. Ja, ich habe getuppert. So, was ist denn mit, ist alles richtig? Nee, das ist schwierig, das anzuschmeißen. Ja, ich habe die richtigen Schuhe an hier. Wir haben meine hier Arbeitsschuhe. Ach, komm, ich habe auch so eine Schuhe nur. Ja. Das sind doch extra spezial Horex Antriebsschuhe. Mhm. Die finde ich auch richtig toll. Die gefallen mir sehr gut, die Schuhe. Sehr bequem. Ja. Zündung ist an? Ja, ist an, getippt habe ich. Was ist das hier? Das ist Schuh, den brauchst du jetzt gar nicht. Den brauche ich nicht. Und das ist ein Deko. Die Kompressionshebel. Ja, ja. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Also zurückschlagen tut das Ding immer noch. Also, oh, Scheiße. Ich glaube auch, dass die Zündung nicht auf spät stellt, dass die immer im frühen Bereich ist. Also, wenn du die startest, gehen die auf spät. Und dass der, verstehe das nicht. Das haben wir die ja schon später gestellt. Oder haben wir die vielleicht noch früher gestellt denn jetzt? Nee, wir haben die später gestellt, 100%ig. Bist du dir sicher? Ja, zu 100% bin ich mir sicher. Ja, ne? Wenn das ein Linksdreher ist und die Grundplatte nach rechts gedreht wird, dann zündet er ja später. Das kann ja nicht anders sein. Wir haben ihn auf früh. Der dreht ja so. Wir haben ihn auf früh gestellt. Du musst ihn nach links drehen, damit er später zündet. So, jetzt haben wir, guck mal, hier war jetzt der Strich. Mhm. Also die Einkerbung im Motorgehäuse, das ist ja. Dein Ruder, also es ist ein Stück daneben. Ja. Das ist schon, müsste eigentlich lang. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt darfst du auch gleich anklicken wieder, ne? Jetzt, wo das geht, ja. Kannst du das ja auch machen. Die haut ja immer noch zurück. Was kann das denn sein, sag mal? Wollen wir noch später machen? Nee, dann hat die ja irgendwann keine Leistung mehr. So, was sagt das Öl? Ja. Aber er wird auch nicht mehr. Nö. Soll ich mal fahren jetzt? Soll ich? Ich darf mal Kugel fahren. Ich hätte ich mal richtig Lust drauf. Ja. So eine Horex bin ich noch nie gefahren. Nee, mach mal. Ich mach jetzt mal aus. Ja.
Aber dann haben wir das ja hingekriegt. Ja, nee, bin ich ja mal richtig gespannt jetzt auf die Probefahrt. Ja, willst du mal auf die Probefahrt? Ich würde gerne mal mit der... Das ist ja das erste Mal in deinem Leben, dass du den Horex fährst, ne? Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe. Eine Horex bin ich auch nicht gefahren. Ich bin mit 13 oder 14, da durfte ich schon mit dem Horex von meinem Bruder fahren. Ja. Der hat den Horex gehabt. Am Strand durfte ich den fahren. Ist das die mit Beiwagen zufällig gewesen? Nee, ne? Nee. Aber die hattet ihr doch auch mal, ne? So eine Horex mit Beiwagen. Richtig tolles Teil. Ja, die haben wir auch noch mit Beiwagen. Oh. So. Ja, ich würde sagen, mal auf die Straße das Ding, wa? Ja, rechts ist Gas. Und so eine Maschine, muss ich auch wirklich sagen, wäre auch mal toll, wenn die aufs Kalenderblatt kommt. Auf jeden Fall. Ne? Komm, die hat's doch, die könnte, doch, das könnte ich auch vorstellen. Verdient. Das könnte ich mir auch vorstellen. Wir arbeiten ja gerade am Kalender. Der muss ja fertig werden. Ja. Das ist hier, hast du mal auf Zeiteisen geguckt? Ja. Ne? Das wird langsam Zeit. Mhm. Aber so wie ich das hier rausgehört habe, sind ja dieses Jahr die Bilder, beziehungsweise was ich so mitbekommen habe, sind ja richtig coole Fahrzeuge auf diesem Kalender. Ja, ne? Der Koslowski ist da drauf. Du darfst nicht immer alles erzählen. Nee. Du bringst ja immer, ne? Nee, alles. Sag ich nicht. Denn der Koslowski ist hier geheim. Kommt erst übernächstes Jahr. Jani, mit dem Schalten ist das jetzt genauso wie bei der BSA, ja? Ja. Also rechte Seite, erster Gang nach oben. Rest nach unten. Ja, okay. Und das ist ja noch eine Wippe, eine Schaltwippe. Hier stehen die Gänge ja auch noch drauf. Erster Leerlauf, zweiter, dritter, vierter. Wenn du zurückschalten willst, brauchst du hier mit der Hacke kannst du schalten. Ne? Okay. Brauchst du den Fuß hier gar nicht unterklemmen, sondern kannst du mit der Hacke zurückschalten. Das kriege ich hin. Mach mal ganz langsam einfach erst den Gang und dann immer hier das Gehirn einschalten. Genau. So denn.
das war geil, du. Ja? Ja, ich bin da gut mit klargekommen. Mhm. Aber es ist neutral. Der Wippe geht gut. Ne? Ja, aber der Wippe geht gut. Das muss ich jetzt. Okay, den Gang habe ich nicht rausgekriegt. Aber ansonsten. Ja, du musst noch viel lernen. Ja, ja, ich muss. Jetzt wollen noch wir noch mal lernen. Gucken wegen dem Ölscheiße. Ja. Also, das kann ich ja so sehen, ob der Tank jetzt voll ist oder nicht. Ja, mach mal bitte. Nee, guck mal, alles weg. Hat er weggepumpt. Super. Also ich muss echt sagen, Horex 200 hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, die ballert schön los. Die ballert schön los. Du machst so von unten raus, weißt du, die ist dann ganz so bop, 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 und dann schießt sie so hoch. Ne? Macht Spaß, wirklich. Ja, die ist sehr sportlich, die Maschine. Schönes Moped. Mensch, da haben wir wieder was Schimmeliges repariert. Ja. Finde ich geil. Und jetzt machen wir nämlich hier an dieser Stelle das Foto für den Kalender. Ja, hier wir haben noch die alte legendäre Lindau-Nis-Brücke, die wird da jetzt gerade abgebaut. Da kommt eine neue hin. Die sind da schon mal am Arbeiten. Da muss ich mich aber noch mal bei der Bundesbahn beschweren. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Also seht mal zu, dass die Brücke fertig wird. Sonst haben wir immer Schwierigkeiten, nach Kiel zu kommen. So geht das mich nicht. Die sollte 2017 schon, ich glaube, fertig sein. Nee, da sind die angefangen. Dauert immer zu lange. Ja, fürchterliches Projekt. So, und weißt du, was wir gleich machen? Bier trinken. Nee, auch. Aber wir holen uns noch ein schönes Fischbrötchen. Oh ja, an der Bude da. An der Bude. Ja. Also, wir sagen tschüss. War wieder nett mit euch. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Heute gibt's keinen Plop. Auf Wiedersehen. Tschüss.